Realistischer Drill jetzt im Kapitalismus für Katis Comeback? Die Meistermacherin aus Chemnitz, Falk Wienicke, berichtet. VEB Olympiagold überlebt die DDR. Ein Spitzenprodukt der erfolgreichen Kaderschmiede auf dem Weg zum olympischen Comeback. Kathi eine SED-Ziege? Dieses gemeine Etikett nach dem Fall der Mauer ist schnell vergessen. Aber wer kennt eigentlich die eiserne Lady an ihrer Seite? Wir haben Jutta Müller in Chemnitz besucht. Beim letzten Training mit Katharina Witt vor der Abreise zu den Europameisterschaften in Kopenhagen. Diese traditionsreiche Trainingshalle sollte nach dem Ende der DDR zu einem Aldi-Markt werden. Heute ist Chemnitz Olympiastützpunkt. Jutta Müllers Einsatz hat sich gelohnt. Jutta Müller, früher berühmt für ihre Pelze und Juwelen. In der DDR gehörte sie zweifellos zu den Privilegierten. Sie war Reisekader. Doch die private Reise nach Spanien war auch für sie tabu. Solange ihre Schützlinge Medaillen holten, war ihre Stellung sicher. Ihre Meisterschülerin trainiert sie schon seit 24 Jahren. Vor 10 Jahren Empfang im Staatsrat der DDR nach dem Olympiasieg in Sarajevo. Jutta Müller sagt dazu, jedes Land feiert seine erfolgreichen Sportler. DDR-Glückwünsche waren also nichts Besonderes. Wer sich um das Wohl des Volkes verdient macht, dem sagt unser Arbeiter- und Bauernstaat auf besondere Weise Dank. Hat Jutta Müller für den Sieg des Sozialismus trainiert? Also ich bin in dieser DDR aufgewachsen, in dieser DDR groß geworden. Ich habe nach der Nazi-Zeit auf jeden Fall versucht, ein neues Deutschland mit aufzubauen. Was heißt aufzubauen? Also in dem Sport, in der Art des Sports. Ne? Ich bin also dann auf die Dörfer gegangen und dort haben wir Sportwerbegruppen gehabt. Also den neuen Sport auf jeden Fall. Mir hat das Eiskunstlaufen, wie man hier auf den Bildern sieht, auch unheimlichen Spaß gemacht. Weil ich auch da meine tänzerischen Begabungen, die ich im Ballett erlernt habe, mit einbringen konnte. Ich war dann Juniorenmeisterin des Landes und in der Meisterklasse die ständige Zweite. Ich hatte dann immer eine Läuferin vor mir, die in der Pflicht besser waren. Ich war in der Kür besser, aber ich konnte sie dann nicht mehr einholen. Und ich habe das eben ganz gerne so ein bisschen schauspielerisch auch dargestellt. So mit Herzschmerz, den Tango Max. Max, wenn du den Tango tanzt, ja, da merkt man, was du kannst. Du hast so einen Rhythmus, dass ein jeder mit muss. Jutta Müller ist 65. Ihre Eltern waren aktiv in der Arbeitersportkultur. Damals konnten auch Leute ohne Geld Sport machen, wie in der DDR. Katharina Witz, Trainerin, hat lukrative Auslandsangebote immer ausgeschlagen. Sie blieb ihren sportlichen Kindern und dem DDR-Erfolgssystem treu. Die Lady aus Chemnitz hat ihre Eisprinzessin und deren Vermarktung in den letzten Jahren öfter kritisiert. Doch das Arbeitsbündnis funktioniert heute besser denn je. Ach, das war hier völlig anders. Das war jetzt zu früh, viel zu früh und auch nicht schön lang. Aber das hast du lässig gemacht. Was haben Ihre Schuhe für eine Geschichte? Die scheinen nicht ganz neu zu sein. Ja, ja, also ich meine, Baujahr 1953. Ich habe sie allerdings dann längere Zeit mal nicht getragen, aber wenn ich in Amerika bin, sagen die alle, oh, das ist antik. Also die Schuhe sind antik. Aber ich fühle mich so wohl drin. Es ist wie Handschuhleder. Also sie drückt nirgends. Und ich wollte sie eigentlich nicht mehr wechseln. Ja, ja, so war der Anfang, der schwere Anfang auch hier. Zum Beispiel in damaligen Karl-Marx-Stadt. Ich immer noch als Lernende. Ich habe da sehr viel selbst gefilmt, mich an Jackson, an dem großen Weltmeister Jackson, als Vorbild mir genommen und habe dann seine Sprünge mir herausgenommen aus Filmen und dort die Technik erarbeitet. Zu damaliger Zeit fehlten uns Trainer
Und unsere Sportführung war der Meinung, also wir müssten eigentlich Trainer werden. Die älteren Läufer sollten doch den Eiskunstlauf an den Nagel hängen und sollten Trainer werden. Das hat mich unheimlich geschmerzt. Wir haben dann alles Mögliche versucht, um das zu verhindern. Aber man hat uns regelrecht gezwungen. Gezwungen würde ich jetzt in Anführungsstrichen sagen, weil es doch richtig war. Durch Zwang zum Erfolg. 1969 präsentierte Jutta Müller ihre erste Weltmeisterin, Gabi Seifert, ihre eigene Tochter. Das war 1969 in Garmisch die Europameisterschaft. Ein großer Erfolg. Und von dieser Zeit an, 69, 70, kam, wie man hier sieht, auch der künstlerische Teil stark dazu, der sich ja jetzt nun ganz toll mit Katharina weiterentwickelt hat. Wie haben Sie das inzwischen weggesteckt, dass sie damals aufgehört hat? Ich musste es verstehen. Ich hätte damals natürlich gerne gehabt, dass sie, und sie hätte es gerne gehabt, zu einer Eisrevue gegangen wäre nach. Aber es wurde uns nicht gestattet. Und ach, sie hätte das, es schon sie gemacht? Sie hätte es auch sehr gerne gemacht und ja, ich hätte es auch gerne gesehen. Ja. Nach Amerika oder eben, ja, sie hatte große Angebote auch von Österreich zur Wiener Eisrevue. Aber das, die Zeit war nicht reif, ganz einfach dazu. So, hier bin ich also, nehme sie glücklich in meine Arme. Das sind immer dann diese Bilder, die man immer hinterher schießt. Also hier eine glückliche Gabi Seifert und eine glückliche Mutter. Ja. Ja. Was macht Ihre Tochter heute? Meine Tochter hat dann auch die Trainerlaufbahn im Grunde genommen eingeschlagen, aber ist dann als Choreografin im Friedrichstadtpalast gewesen. Das hat ihr sehr gut gefallen. Leider nach der Wende wurde sie dort mit dem Eisballett nicht übernommen. Es wurden ja da sehr viele entlassen. Das ist sehr schade, dass dort das Eisballett rausgegangen ist. Und jetzt macht sie sich selbstständig. Sie ist jetzt auf dem Wege, eine neue Berufsrichtung einzugehen, in Richtung Immobilien, Anlagenberatung. Also, wir wollen sehen, dass sie Fuß fasst wieder in der neuen Welt. Na, ich meine, die müssten auf jeden Fall mal ins Museum. Wir haben viele Sachen im Museum, Kleider und alles Mögliche, aber die Schuhe, die werde ich dann doch mal ins Museum geben. Ja, und wann meinen Sie, geben Sie die Schuhe ins Museum? Noch nicht. Ich gebe den Löffel noch nicht ab, wie man so sagt. Ja, noch nicht. Ich habe eigentlich dann gesagt, du willst jetzt auch diesen Eiskunstlauf hier in unserem neuen Deutschland willst du genauso weiterentwickeln und willst noch dein Bestes geben. Deshalb habe ich nicht gesagt, also jetzt ist für mich Schluss, ich bin sowieso Rentner, das bin ich ja nun schon mehrere Jahre. Aber ich fühle mich nicht so und ich fühle doch, dass ich dem Eiskunstlauf noch etwas geben kann und vor allen Dingen auch hier unseren Chemnitzern. Also Chemnitz ist für mich eben der Club, der weltbeste Club gewesen im Eiskunstlauf. Und vielleicht kann ich dazu beitragen und mithelfen, auch wieder ihn zum weltbesten Club zu entwickeln. Sind Sie in der PDS? Oh nein, nein, bin ich nicht. Jutta Müller verlässt sich lieber auf ihre eigene Kraft. Sie fordert, das athletische Aufbautraining für den Nachwuchs muss wieder her. Es wurde von den neuen Westfunktionären als DDR-Relikt abgeschafft. Dabei ist das Turnen so notwendig zum Schutz der kleinen Körper. Schließlich beginnt Eiskunstlauf schon mit 4. Auch die Kinder- und Jugendsportschulen gibt es nicht mehr. Der Nachwuchs ist heute viel stärker belastet als zu DDR-Zeiten, weil die Schule keine Rücksicht nimmt auf die Trainingszeiten der Kleinen. Ja! SED-Herrschaft, Stasi-Terror, Klassenkampf. Nichts von alledem scheint für dieses Erfolgsteam eine Rolle zu spielen. Ohne Zweifel haben Jutta Müller und Katharina Witt vom Konzept des VEB Olympiagold profitiert. Von der systematischen Förderung der jungen Talente in Training und Schule. Aber das Geheimnis des Erfolgs ist, dass eine starke Frau ihr Leben dem Eiskunstlauf verschrieben und ihre Meisterschülerin gefunden hat. Nichts ist unmöglich, wenn man es nur will.